Heimspielwochenende für die Adler Mannheim. Nach dem Sieg gegen die Augsburger Panther war Ingolstadt zu Gast, der Lieblingsgegner. 51 Mal hatte man bisher gewonnen vor dieser Partie. Aber die Ingolstädter hatten den besseren Start. Penalty nach dem Foul an Olsen, aber der Ingolstädter Angreifer über den Tor. Da gab es die Fanganfaust von Dennis Endras. 8. Minute, Fehler dann von Koistinen. Desjardins mit diesem überragenden Pass auf Luke Adam, der frei durch. 1-0 Mannheim. Es war das 6. Saisontor von Luke Adam, der hier auch noch Jochen Reimer verletzt. Wir steigen ein ins zweite Drittel und auch da zunächst Ingolstadt an der Scheibe. Aber Jobki mit diesem Fehlpass, Akta lässt liegen für Hungerecker. Der versucht zum ersten und dann zum zweiten. Das 2:0 für Hungerecker. Sein 6. Saisontreffer. Setzt sich da unwiderstehlich durch, holt sich den Rebound und lässt dann Jochen Reimer keine Chance. Keine 60 Sekunden später, wieder Hungerecker, tankt sich da durch auf Smith. Und auch der im zweiten Versuch, Doppelschlag. Binnen 41 Sekunden stellten die Adler Mannheim auf 3:0. Ben Smith, es war sein 5. Treffer. Und dann gab es auch noch doppelte Überzahl für die Adler Mannheim. Und dass sie gut Powerplay spielen können, das zeigen sie hier. Mit Desjardins, der sieht Jet Kolorik und der am kurzen Pfosten sieht er die Lücke. 4:0. Saisontor Nummer 10 für den Angreifer. Und auch da gibt es nichts mehr zu verteidigen für Jochen Reimer. Was macht er eigentlich Ingolstadt? Ende des zweiten Drittels sah man mal wieder was von den Oberbayern. Hier mit David Elsner. Das macht er richtig gut. Und dann tunnelt er auch noch Dennis Endras. 4:1. Der Mini-Anschlusstreffer für den ERC. Aber das ist genial gemacht gegen Katic, den er da ins Leere rutschen lässt. Und wieder nur wenige Sekunden später, Thomas Greilinger, seine Lieblingsposition. Und dann knallt's zum zweiten Mal. Schwer zu erkennen zunächst, aber die Scheibe schlug hinten am Gestänge ein. Und auch da gibt's nichts zu halten für Dennis Endras. Das letzte Drittel versprach nochmal Spannung. Allerdings nur kurz, bis Markatic kam. Was für ein Sololauf. 46 Sekunden vorbei im Schlussabschnitt. Der Mannheimer Verteidiger stellt auf 5:2, macht hier den Felix Neureuther und lässt dann auch Jochen Reimer keine Chance. 55 Sekunden später wieder Mannheim, wieder Tor. Das halbe Dutzend war voll, weil Ingolstadt die Scheibe nicht aus der eigenen Zone bekommt. Und das ist richtig genial gespielt, Markus Eisenschmidt. Mit seinem Treffer und damit war noch nicht Schluss, denn Garrett Festerling setzte seinen 100. DEL-Treffer hinten drauf und sorgte für den 7:2 Endstand für die Adler Mannheim. Ja, ich meine, wir haben vom letzten Spiel wirklich am Ende des Spiels super zurückgekämpft und einfach das Momentum mitgenommen. Und ich glaube, wir haben einfach so heute saustark angefangen und sind dann im zweiten Drittel auch wieder stark rausgekommen, sind dann in Führung gegangen. Und haben uns das einfach nicht nehmen lassen. Ich glaube, ich gekämpft und Gas geben. Hatten auch im ersten Drittel eigentlich ein gutes Spiel gemacht, haben auch gute Chancen gehabt. Mannheim war heute absolut stark. Ja, für den ERC Ingolstadt war es die erste Niederlage nach 4 Siegen in Serie. Und die Adler Mannheim mit 7 verschiedenen Torschützen sind sie weiter in überragender Form.